So, liebe YouTube-Freunde, aufgeweckte Bürger, hier Brückengespräch in abgewandelter Form. Thorsten hat seine Freundin heute früh bei Zeiten in die Notaufnahme fahren müssen. Sie hatte akute Halsprobleme und deswegen hatte ich auf Community reingeschrieben, dass sich etwas verspätet oder es ausfällt. So, da hatte ich mir noch gedacht, was machst du, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwo groß weit rumfahren muss. Deswegen hier bei mir und das an der Brooklyn Bridge hier. Warum ich gerade hier die Brooklyn Bridge hier hängen habe, hat man schon mal debattiert. Ich hatte vor Monaten musste ich ganz schnell eine Brücke finden, weil wir das auch mal hier gemacht hatten. Und da war es mir leider nicht vergönnt gewesen, eine deutsche Brücke irgendwo zu bekommen. Ein Bild mit einer Brücke, eventuell eine deutsche Brücke. Leider habe ich dann dieses genommen, aber das ist mir egal. So. Von dieser Seite her erstmal alles Gute, Thorsten seiner Familie, seiner Freundin und wie gesagt, er wird sich heute nochmal melden und ja, hat so angeboten, dass wir vielleicht heute Nachmittag machen, aber wir wissen erstmal sehen, was rauskommt im Prinzip und ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir dann nächste Woche spätestens wieder Brückengespräch machen. Und was ich jetzt gleich mal noch anbringen wollte, das war die Aussage von Herrn Altmaier bei Hart aber fair, der praktisch gesagt hatte, wir werden alles tun, dass kein Arbeitsplatz verloren geht. Da fragt man sich, wie blauäugig kann man sein, wo jetzt, wenn das jetzt noch ein paar Wochen geht, es hat ja jetzt schon gereicht, was das für immense Kosten sind, die der Wirtschaft oder die Wirtschaft nicht bringt, ist ja absoluter Wahnsinn, Leute, was dort abgeht. Selbst mit Kurzarbeitergeld, die 60% oder wer Kinder hat mit 67%, ja, ist auch so eine Sache, die sind zwar ein bisschen abgefedert, das ist schon mal bei Selbstständigen, fällt das natürlich auch schon weg. Aber das ist normal. Und das ist schon Wahnsinn. Da hatte ich praktisch hier bei Facebook mal geschrieben, vom Altmaier, es wird nicht mehr Arbeitslose geben oder es wird alles getan, um die Arbeitslosen nicht mehr zu werden zu lassen. Durch Corona zum Beispiel. So eine kompetente Aussage ist schon bemerkenswert. Also wie gesagt, das ist absolut, was da hier abgeht bei uns in diesem Lande. Auch was da so hier Herr Spahn so vom Stapel lässt. Und ich freue mich jetzt eigentlich auch darauf, dass viele, viele Ärzte oder Sanitäter, Feuerwehrleute gerade Videos machen, wo sie bestimmte Sachen bemängeln, was hier abgeht. Nur den großen Mund im Prinzip und wenn es wirklich drauf ankommt, was hat Herr Spahn gemacht? Er hat Krankenhäuser geschlossen, hat viele Sachen sind eingespart worden, auf Teufel komm raus und jetzt bei solchen Sachen bräuchte man das und dann sind keine Schutzmasken da oder für in der Regel, was jetzt auch in Frankreich ist, das Beatmungsgeräte nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Also wo sind wir hier hingekommen? Das ist alles eine Schande, was hier abgeht. Und was ich eigentlich noch mit erreichen wollte heute, dass wir ein bisschen auf Humor machen. Das fällt zwar jetzt ein bisschen schwer, irgendwie die Kurve zu kriegen jetzt. Ich will das auch nicht so unheimlich ausweiten, war Quatsch heute. Und Thorsten hat sich natürlich unheimlich vorbereitet hier. Ich wieder diese Woche nicht allzu viel, konnte mich nicht allzu viel vorbereiten. Ein paar Sachen kann man ja mal mit ansprechen im Prinzip, was da so abgegangen ist. Wie zum Beispiel italienische Unternehmer ersetzt EU-Fahne durch die Russlands
Wahnsinn, weil die EU, die Leute in Brüssel, was Frau von der Leyen auch so gut gemacht hat bei der Bundeswehr, im Prinzip nichts. Und die haben praktisch Italien keine Hilfe zukommen lassen. Russland hat es vorgemacht. Absoluter Wahnsinn. Super. Kann man bloß nochmal danken von dieser Richtung her. Absoluter Wahnsinn. Und dass natürlich die Leute sich das merken und natürlich dann so reagieren. Ja, also das ist ja auch logisch. Was haben wir noch so gehabt hier? Ja, da sind mal Merkels Gäste mit einem LKW gekommen. Wie gesagt, ja, wie kann das sein, dass die überhaupt mit einem LKW über unsere Grenzen kommen, wenn sie angeblich kontrolliert werden? Ist schon ein bisschen komisch. Hier haben wir die Schlagzeile, Corona-Gesetz, auch C&A zahlt keine Miete. Ist eigentlich Wahnsinn. Der kleine Mann, die kleine Frau, die müssen ihre Miete bezahlen, so oder so. Und große Konzerne, die eigentlich nicht die Ärmsten sind, die versuchen hier keine Miete zu bezahlen, weil sie dann den Spieß rumdrehen, die Pistole auf die Brust setzen, nur dann machen wir den Laden zu oder wir gehen woanders hin. Also das ist schon gerade in dieser Zeit, ja, ist das schon sehr, sehr fraglich. Und was haben wir noch? Ah, das sind nur so ein paar Stichpunkte. Auch hier, das ist auch sehr schön, das Video von Markus Krall und Max Otte im Gespräch, was passiert mit unserem Geld. Also das kann man auch bloß empfehlen. Kann man auf YouTube sehen und wie gesagt, gibt er dann Markus Krall und Max Otte im Gespräch, was passiert mit unserem Geld ein. Also das ist auch sehr interessant. Ich habe das mal hier auf meinem Telegram-Kanal, da habe ich jetzt 131 Abonnenten drauf, habe ich das schon mal mit reingesetzt hier. Also das sind schon mal ganz gute Sachen und sind viele Patrioten, die hier wirklich auch sehr schöne Arbeit leisten, wie hier zum Beispiel der Arzt, der Internist, der bemängelt, der hat irgendwelche Anfragen gestellt und an den Herrn Spahn und dann hat er hier so eine Handvoll Masken gebracht für seine Praxis. Also er hat, ich weiß nicht, 5, 6 oder 10 Masken im Prinzip für eine ganze Praxis, die sollen reichen. Also ist schon Wahnsinn. Dann gibt es noch eine Sache, wo man sagen kann, ist sehr interessant. Bei Heiko Schöning, Corona, kriminelle Zusammenhänge verstehen. Das ist auch sehr interessant. Auch bei YouTube im Prinzip Heiko Schöning, Doppelpunkt, Corona, kriminelle Zusammenhänge verstehen. Wenn es noch drin ist. Also wie gesagt, es wird auch unheimlich viel gelöscht bzw. entfernt. Und da hatte ich auch mal so bei Facebook was geschrieben. Ich freue mich immer so auf diese Videos oder die geteilten Sachen von Facebook-Freunden, wo dann draufsteht, dieser Kommentar ist nicht verfügbar. Also wie gesagt, hat auch jemand geschrieben, dass es erscheint, wenn es nicht öffentlich ist. Also wie gesagt, ich habe es öffentlich und trotzdem passiert das. Dass mir geht es auch manchmal so, wenn ich jetzt irgendwo bei jemandem hier, Facebook-Freund, draufgehe und sage, oh, dieser Beitrag ist nicht zur Verfügung oder ist nicht verfügbar. Also wie gesagt, wer weiß, an was das liegt. Kahane und Co. schlägt bestimmt da wieder zu. Ja. Und auch ein ganz großer Aufreger diese Woche von dem Mord in, mal sehen, ob ich es finde. Da war die Verhandlung von dem Markus Hempel. Und zwar in Wittenberg war das. Schon über 2 Jahre her. Und da muss man sich mal vorstellen, der syrische Täter, ein Kriegsflüchtling,
hat 2 Jahre Bewährung gehabt. Und 2 Jahre Bewährung. Und in den 2 Jahren Bewährung war er nicht einmal in Untersuchungshaft oder sonst irgendwo. Er konnte seinen Beruf oder seine Lehre konnte er praktisch beenden und fortsetzen und konnte Fußball spielen. Also da frage ich mich bloß, wenn man das in Verhältnis setzt zu Leuten, die im Prinzip nichts gemacht haben, die sich bloß irgendwie über WhatsApp irgendwelche Sachen geschrieben haben, wo sie irgendwelche eventuell hier Regierungen stürzen wollten und die sind verknackt worden. Also Leute, das ist Wahnsinn. Oder die Gruppe in Freital, beziehungsweise wo in Chemnitz, in Dresden, der Anschlag gewesen ist, die sind alle zu 7 bis 10 Jahren verknackt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Und hier bringt jemanden um und passiert nichts, es passiert nichts. Also ich kann es bis heute noch nicht. Ich krieg es nicht auf die Reihe, sowas hier zu verstehen. Also eine Zweiklassenjustiz, die hier passiert, also unklar. Und die Leute gerade in Chemnitz hier, die ein Luftgewehr hatten und damit im Prinzip die Regierung stürzen wollten, das muss man sich mal vorstellen, die sitzen im Knast, also, und die ganze Zeit in Untersuchungshaft gewesen. Also, da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Also, das ist wirklich krank, was hier abgeht, ja. Wahnsinn. Macht mich wütend, bestürzt und traurig, sowas, dass sowas hier zugelassen wird. Und das ist eine Rechtsbeugung in Reinsform. Das ist absoluter Wahnsinn, was hier abgeht. So, ja, das war jetzt eine traurige Geschichte und ich wollte dann noch ein bisschen was auf Humor bringen. Passt zwar nicht so richtig rein, aber wie gesagt, ich hatte mir das schon ein bisschen vorbereitet. Und das kann man trotzdem machen, denke ich mal. Und ja, die Inspiration hatte ich ja von jemandem bekommen. Das kann man auch machen, weil die Leute ja teilweise auch drakonische Strafen bekommen, wenn sie jetzt wirklich mal zu zweit oder alleine mal weiter weggehen. Was ich gelesen hatte, in Bayern war es ganz schlimm. Hier in Sachsen ist es noch nicht ganz so. Ich habe es aber auch schon gehört, dass viele Leute von der Polizei angesprochen worden sind und allem drum und dran. Also, wie gesagt, klar muss man sich dran halten, aber wenn dann irgendwo in Asylheimen die Leute sich nicht dran halten oder dann irgendwie hat Bilder gesehen hier, auf dem Flughafen in Berlin, Tempelhof, auf dieser Wiese, wo dort gleich unheimlich viele Asylbewohnerheime sind. Da interessiert das niemanden. Die waren alle hier relativ eng zusammen. Und da interessiert das niemanden. Da wird das rechte oder das linke Auge, meist das linke Auge zugedrückt. Aber ja, gut. Das wäre es erstmal von mir gewesen. Erstmal der Hintergrund wieder wunderbar. Warum das so ist, dass das jetzt hier diese Brücke ist, hatte ich schon mal aufgeklärt gehabt. Und jetzt kommt noch was. Ich wollte nämlich jetzt noch mal in den Park gehen und jetzt noch ein paar Enten füttern. Und da wollte ich euch mal mitnehmen. Und wie gesagt, bis bald. Um nicht zu sagen, bis gleich. So Leute, hier bin ich im Park angekommen. Hier sind gerade 3 Enten. Sieht aus, wie wenn es 2 Erbel sind und eine Ente. Und die wollte ich ja ein bisschen füttern. Und ja, lasst euch den Humor, lasst euch auf jeden Fall den Humor nicht nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, egal wie schlimm es ist. Und ja, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Start oder einen schönen Start in die Woche und seid und bleibt immer schön patriotisch. Tschüss!